Wir sind hier in der Damentoilette der Elbphilharmonie, weil dies der einzige Raum ist, wo man Fenster hat und den Boden nass machen darf. Wir werden versuchen, mit den Abziehern die Melodie nachzuspielen, dann mit den Bürsten, mit den Karabinern Perkussionselemente zu spielen. Wir proben gerade hier für die Performance an und in der Elbphilharmonie mit einer tollen Geigerin und ihr Fensterputzer. Also ich bin der Steffen und ich bin einer von den vier Musikern, kletternden Musikern. Ich war insgesamt ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, na gut, also mit Musik und so, das muss man ja erstmal lernen und ob man das so schnell hinkriegt und ob das dann zusammenpasst. Und das hat aber alles sehr gut geklappt. Wir möchten mit diesem Film auch wieder überraschen, mit neuen Impressionen, neuen Eindrücken, neuen Blickwinkeln. Wir wollen gerne ein Duett von den Handwerkern, nenne ich es jetzt mal, und einer Musikerin. Und dass wir tatsächlich jetzt mit echten Fassadenkletterern arbeiten, steht einfach nochmal für die Authentizität, die Hamburg ausmacht, die Elbphilharmonie ausmacht. Ich finde es unheimlich schön zu sehen, dass einfach dieses Haus Leute dazu inspiriert, eben auch auf die denkbar unkonventionellste Weise Musik zu machen. Am Haus. Die Fensterputzer sind ein wunderbares Augenzwinkern und eine Hommage an diese mutigen Kletterer.